Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, es war echt lange Zeit lang nichts, ich weiß, es tut mir leid. Naja, ich bin zurück. Hey. Der Grund, warum ich nichts gemacht habe, unter anderem war, dass ich kein gescheites Internet hatte und teilweise eine Woche lang keine Internetverbindung. Und das ging mir ziemlich am Sack. Ja, ich weiß, es war jetzt fast ein Jahr lang. Aber ich habe doch immer keine gescheite Internetverbindung. Dafür habe ich etwas gefunden, wie ich die Videos doch hochladen kann. Eine Methode. Und deswegen habe ich mir gedacht, yes, machen wir wieder Let's Plays, es macht so viel Spaß. Ihr seid super Leute und jo, ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal weiter Overlord machen, weil ich das Spiel einfach irrsinnig gerne habe. Ich finde es toll und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und wir werden uns jetzt mal, schauen wir mal, was findet den Schmelzofen? Okay, passt. Finden wir den Schmelzofen, liebe Leute. Finden wir ihn. Naja. Jedenfalls, wie gesagt, ich werde jetzt schauen, wie das geht mit der neuen Möglichkeit, die ich gefunden habe, um meine Videos hochzuladen. Ich hoffe, es funktioniert. Und dann werde ich weitere Videos machen. Weil ich finde das lustig. So, schauen wir mal, finden wir den Schmelzofen? Wo ist der Schmelzofen? Ich gehe jetzt mal nur mit denen los, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwarten wird. Aber der falsche Knopf, da. Für den ersten Schmelzofen findet eine Möglichkeit die Kontrolle über die Unterwelt. Ja. Yeah. Oh Gott, nein. Okay. Das heißt, wir müssen in die Unterwelt, oder wie? Nein. Okay. Nein. Ich will nicht in die Unterwelt. Also ich meine, ja klar, lässt uns in die Unterwelt gehen. Da ist es auch schon dunkel. Da passe ich sofort hin. Das ist ein Wahnsinn. So, irgendwas. Ich hab Schiss. Ah, Hilfe. Okay, wir schaffen das. Es ist so finster und... Okay, das sind die normalen. Anscheinend. Gut. Lade mal weiter. Wir müssen ja den Schmelzofen finden. Wir wollten nicht vor euch davonlaufen, wirklich? Ach, jetzt ist es auch schon egal, ich meine. Immerhin kann hier niemand mein Haus abbrennen. Ich finde die Statements cool. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber immerhin kann sich keiner mit Haus abbrennen. Ja, das fackelt eh schon alles. Ist eh scheißegal. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, ich liebe das Spiel Overlord einfach. Einfach mal schön, böse sein und trotzdem gut. Irgendwie. Das ist nett. Oh, weil, Leute, ich war in letzter Zeit so beschäftigt. Was? Ich war jetzt halt so beschäftigt, weil ich habe, kennst du Pathfinder oder Dungeons and Dragons? Generell Pen and Paper. Naja, jedenfalls habe ich das für mich entdeckt und ich habe jetzt vor kurzem entschlossen, dass ich anfange, meine eigene Gruppe zu leiten. Und das ist ein tierischer Aufwand, aber ich liebe es. Es ist wunderbar, es ist grauenhaft, es ist wunderbar, ich liebe es. Also für alle Leute, die Pen and Paper nicht kennen, also ja, Stift und Zettel, haha. Für alle Leute, die den Pen and Paper nicht sagt, das ist ein Rollenspiel. Das spielt man als, also das ist kein Videospiel, sondern es findet im echten Leben statt. Und man stellt sich vor, dass man einen bestimmten Charakter spielt. Und dieser Charakter... Was ist da jetzt los? Ah, dieser Charakter geht dann durch eine bestimmte Welt durch und... Oh Gott, was ist das? Das ist der geplagte Geist von Wilfried. Anscheinend bekommt ihr unten all das Essen, das er sich je gewünscht hat. So viel Fleisch und wie es wappelt. Das ist schon fast hypnotisch. Ja, hypnotisch. Ich kann nicht mehr meine Augen abwenden. Der ist ja Wahnsinn. Ah! Ja, seht ihn euch an. Okay, ich glaube, ich brauchte jetzt noch ein paar mehr von diesen tollen Wichteln hier. Naja, jedenfalls, das spielt man im echten Leben. Stellt sich vor, man spielt einen Charakter und dann spielt man in dieser Welt, was ziemlich cool ist, weil man sich einfach alles auch vorstellen kann, was man will. Also, ich spiele in einem Adventure, spiele ich eine Ninja-Dame, die
Hilfe. Die eine Halbelfin ist. Und ja. Die ist irgendwie ziemlich lustig, weil die nimmt alles mit, was sie findet. Also ich habe so viel Blödsinn bei mir einfach nur. Also ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Und es ist einfach witzig, weil man sich halt einfach viel vorstellen kann. Also wenn euch das wirklich nicht sagt, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch was anschaut. Es gibt online, gibt es viele, also eher auf YouTube, gibt es da ein paar Leute, die das aufnehmen. Cool ist Critical Role, das schauen ein paar Freunde von mir. Ja, ist halt eine Gruppe, die online das aufzeichnet. Wow, Hilfe! Ist ganz lustig. Es ist schön, mal von der Realität abzudriften, um ehrlich zu sein. Also. Ah, das ist eh schon hinter. Okay, passt. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Wow, was ist das mit dem? Was ist los mit dem? Hilfe. Ah! Okay. Also wie gesagt, wenn euch Rollenspiele und so weiter generell interessieren, schaut es euch einfach mal an. Online. Irgendwie. Bitte, was ist los mit dem? Schaut sich Critical Role an, das ist... Okay. Hilfe, das sind ziemlich viele Kürze gerade. Ah! Bei dem Spiel gibt es halt einen Game Master, also der sich die Storys entweder überlegt oder beziehungsweise der die Gruppe leitet, sage ich jetzt einmal. Und dann ein paar Spieler und. Wie gesagt, ich habe jetzt mal entschlossen, dass ich das leiten möchte, weil es einfach. Ich weiß nicht. Ich bin einfach aufgewacht und habe mir gedacht, ja, ich möchte ein Spiel leiten. Wieso nicht? Also, leite ich jetzt eine kleine Gruppe. Ein kleines, herziges Grüppchen. So, irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Da sind nur viele Kürbisse unten, ich weiß nicht echt. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll jetzt. Rennen wir einfach mal durch. Kommt's her, Leute. Hilfe! Ich glaube, wir müssen den Wilfried da irgendwie rüberlocken. Mit Essen oder so. Keine Ahnung. Hallo? Jetzt ist da nämlich kein Essen mehr. Naja, jedenfalls das war das, was ich... Kommt er schon wieder? Ja, jetzt er kommt. Komm her. Ja, komm her. Ja, gut. Das ist das, was ich in letzter Zeit viel gemacht habe. Mit irgendwelchen Stories überlegt und sowas. Und das ist lustig. So, kommt er schon? Ja, komm. Okay, er mampft, macht jetzt Bumm? Nein. Okay, für euch. Okay, das haben wir schon gehabt. Irgendwie. Oh yes, Wilfried ist da hinten. Nice. Gott, nein, ich dachte... Was? Jetzt verstehe ich nichts mehr. Ja, und jetzt geht er dorthin und dann macht's Bumm. Das... Okay, irgendwie bin ich gerade echt zu blöd.
Toll. Leute, was soll ich tun? Irgendwie alle meine Minions sind futsch. Mami. Ich hab echt keine Ahnung, was ich da jetzt tun soll. Ich sterb da gerade. Haben wir einfach alles Mana jetzt mal raus. Also, okay. Warte! Eieiei. Da ist eine. Ach so. Oh. Okay, Leute. Jetzt habe ich es kapiert. Ach. Gehst du darüber und kämpfst auch? Hallo. So geht das nicht. Yes. Und was passiert jetzt? Außer, dass die Viecher da unten ziemlich böse auf mich werden. Okay, jetzt habe ich den Ober-Ober-Dings die umgebracht. Und was jetzt? Okay, den ersten Schmelzofen finden und eine Möglichkeit, die Kartei der Unterwelt zu gelangen. Also irgendwie. Ja, toll, jetzt bin ich da. Was ist denn jetzt? Das sind Grüne. Ich weiß aber nicht, wozu ich die Grünen benutzen kann, weil da ist nirgends was. Okay, ich stelle mich gerade ziemlich doof an in diesem Let's Play, das muss ich schon sagen. Ja, okay, das ist sonst auch so. Aber. Wird's extra doof. Ich glaube, diese depperten Kürbisse spawnen und spawnen und spawnen und hören nicht auf. Das Gefühl habe ich. Wollen wir diesen Wilfried dann nochmal rüberlocken? Vielleicht. Da hinten ist Feuer, aber ich kann keine Feuer. Ja, da ist eine Tür. Die kriege ich nicht auf. Da hinten ist so ein Dings. Das sollte ich wahrscheinlich betätigen, damit ich... Okay. Da muss ich irgendwie... Oh. Habe ich gesagt, ich mag Overlord? Ja, oder? Naja, blöd. So, passt. Okay. So, wir töten das noch einmal. Ja, geht's ihr bitte darauf? Geht's da? Hallo? Ja, wir gehen alle da rein. Ach Gottchen, da! In dieses dumme Häuschen. Mach das Häuschen hin. Gut, Wilfried war da oben. Toll. Und jetzt machen wir das da oben auch noch hin, da. Und kommt's alle her. Schnell. Schnell, bevor der Fettwanz da wieder explodiert. Ja, toll. Uah! Shit, jetzt brennt das alles. Okay. Was jetzt? Ist noch immer nicht offen. Leute, helft mir. Wie kriege ich denn diesen Scheiß da gebacken? Das gibt's doch nicht. Das für ein Scheiß. Da, ich will diese Scheißtür hier aufkriegen. Warte mal. Das heißt, Wilfried müsste ich zuerst zu dem da unten schicken. Okay, vielleicht kann Wilfried das da oben explodieren lassen, wenn ich ihn raufschicke.
Könnte das sein, aber ich weiß nicht, wie ich ihn zuerst rauflocke. Wie zuerst runterlocke und dann rauf. Das müsste man schauen. Komm her, Willi. Willi bald. Willi. Komm her. Komm. Wow, das ist nett. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt... Okay, damit er zuerst darauf latscht, was muss ich da machen? Okay, das bringt gar nichts. Nee. Nein, geh zuerst dorthin, bitte. Nein. Geht nicht kaputt, ja. Geh weg da. Geh zuerst da nach hinten. Hallo. Okay, geht nicht kaputt. Das habe ich schon gemerkt. Dankeschön. Wo kann ich die? Warte mal. Ah, okay, okay, okay. Sehr gut. Das heißt, ich muss mich dort durchkämpfen, sozusagen. Wow, raged der jetzt? Fuck, der raged jetzt, nur weil ich da sein Essen. Okay, 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 okay. Jetzt muss ich dann nur noch wieder rauskommen, ohne dass ich sterbe. Das wird. Nein, das wird nicht funktionieren. Ich hänge da gerade fest. Nein! Okay, okay, okay. Kann sein. Kann sein, dass es funktioniert. Was habe ich jetzt so... Oh Gott, nein. Ich muss jetzt nochmal durch. Oder mich das nochmal aktiviert, oder was? Fuck, 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 fuck. Ich habe so wenig Leben, seht ihr das? Scheiße. Gehen wir das lieber mal. Hallo. Das ist nicht wieder aufgefüllt, das gibt's ja nicht. Hat er das aufgefressen? Nein, okay, okay, okay. Geht nicht kaputt, ja, danke. Ich will jetzt nicht sterben. Okay, ich muss sterben. Gut, Leute. Das war jetzt ein sehr tolles Ende dieser Session. Wunderbar. Okay, jetzt, weg, 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 und bumm. Okay, ich glaube, ich bringe mich selbst um. Weil mit so wenig Leben kann ich nicht mehr leben. Ja, töten wir uns selbst, hauen wir uns ins Feuer. Geht nicht einmal. Doch, jetzt wollte ich mich selbst umbringen, jetzt geht das auch nicht. Das ist anstrengend, okay. Gut, naja, erste Session. Das ist wieder glorreich hier. War Wahnsinn. Also, ich will das aber jetzt noch schaffen. Das geht ja nicht so nicht. Ich bin echt Angst, wie die spawnen ja dann wieder, die Viecher. So. Genau, jetzt fängt er an zu rennen. Aber irgendwie... Okay. Da ist neues Mal. Da kommt jetzt ein neues Mumpfi. Yes. Okay, ich hole mir trotzdem ein paar Minions. Jetzt muss ich den Käse aber hier ab.
Okay, gut. Das heißt, wenn er jetzt herkommt, ist er da gefressen. So. Hoppala. Jetzt hat er genug gefressen. Jetzt sollte er da drüber gehen zum Fressheiten. Yes! Mein Plan funktioniert! Mein teuflischer Plan funktioniert! Und das nach 20 Minuten! Yes, ich bin so schlau! Jetzt ist er Wahnsinn! Das ist ein Wahnsinn, meine Damen und Herren! Okay, okay, okay. Jetzt hat er es fertig gegessen, jetzt kann ich das wieder. Okay, jetzt kommt das große Mampfi dorthin, oder? Hallo? Sollte es nicht? Ja! Es kommt runter. Okay, er hat zu fressen. Greift er mich an? Ne, greift er nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bleiben wir aber jetzt mal hier hinten, weil der explodiert ja, dieser Slumpf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein. Ja, ja, ja. Spreng die Tür, spreng die Tür. Spreng sie, spreng sie, spreng sie. Bah, yes, ich bin so gut. Es hat wirklich nur eine Viertelstunde gedauert, bis ich es rausgefunden habe, was ich da machen muss. Ach, manchmal fühle ich mich doof. Ah, na manchmal. Nicht immer. Na, geht doch. Was passiert jetzt? Das Feuer dort aus. Yes! Okay. Ah, sehr gut. Okay, ich bin zufrieden, liebe Leute. Ich bin zufrieden. Eine Session und das alles nur, damit ich Wilfried doch mal Wilfried nochmal in die Luft springe. Yeah! Naja. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.